Barcelona bedeutet Europa-Auftakt, ist eine sehr gute Teststrecke und es herrscht extrem viel Leben. Barcelona, 4,6 Kilometer, 66 Runden, 307 Kilometer Renndistanz, 5 Geraden, 3 langsame Kurven, 2 ideale Überholmöglichkeiten, Topspeed 308 km/h. Ich nehme Sie jetzt mit, eine Runde Barcelona im Red Bull Formel 1 Simulator. Hier kommen wir die Gerade runter, über 300. Eine Überholmöglichkeit in die erste Kurve rein. Bei ungefähr 100 Meter wird stark angebremst, runter in den dritten Gang. Wichtig, dass man auch die zweite Kurve direkt mit vorbereitet, wenn man den ganzen Schwung mitnimmt. Hier in diese super schnelle Kurve, eine unheimlich lange rechts, die mit fast Vollgas geht. Macht unheimlich Spaß. Weiter in die nächste rechts, die wieder am Anfang sehr eng ist, doch dann ein bisschen aufmacht. Früh ans Gas, wieder den Berg runter. Hier bleiben gerne die Vorderräder stehen, in die Spitzkehre hinein, wieder viel Schwung mitnehmen über den Curb am Ausgang. Dann geht es in ein bisschen eine Senke, macht es unheimlich schwer zum Anbremsen. Links, rechts den Berg hinauf und dann in die ultraschnelle Kurve Nummer 9. Über die Kuppe, schwer einzusehen, auf die nächste Gerade. Dann haben wir ein bisschen Zeit, um sich auszuruhen. Hin zur Spitzkehre, wichtige Stelle, denn hier kann man die Leute ausbremsen oder ausgebremst werden. Dann geht es ein bisschen Mickey Maus weiter, links, rechts. Unheimlich wichtig, dass man hier ein gutes Auto hat, was wenig über die Vorderräder schiebt. Und dann hin zur Schikane, die erste rechts schwer zu kriegen. Und dann ganz wichtig, die links und die rechts über die Curbs sauber zu bleiben. Wichtig, früh ans Gas und den ganzen Schwung mitzunehmen, wieder hier auf die Start- und Zielgerade. Und das war eine Runde in Barcelona.